Willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Es geht jetzt weiter mit dem Schloss. Oder Luftschiff, wohl besser gesagt. Und ich habe übrigens eine neue Möglichkeit gefunden, Safe States zu vermeiden. Nämlich diese. Das war jetzt nicht so gut. Ja, wie man sieht, man macht damit alles wieder rückgängig. Demonstrier das mal. Und? Echt genial, oder? Das werde ich jetzt immer machen, wenn ich sterben werde. Ja, den Text kennen wir ja schon. Kann man hier nicht überspringen? Nein, nicht Pause. Ich werde auch, glaube ich, demnächst mit einem Headset aufnehmen. Weil man sich damit angeblich besser anhört. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Und es nimmt Töne in einem kleineren Umkreis gut auf. Also das hört sich jetzt erstmal negativ an, ist es aber nicht. Denn, ich nehme mal ein Beispiel. Beispielsweise, es fällt irgendwas aus dem Schrank. Ich weiß, das ist ein schlechtes Beispiel. Und das nimmt dann das Mikrofon, das Headset, nicht so gut auf. Ich will auch den Pilz noch bekommen. Dann kriege ich den Pilz jetzt auch mal. Dann eben nicht. Meine Fresse. Ja, komm doch mal da hoch. Ist wenigstens geschafft. Okay, ich musste nicht unbedingt drauf. So geht es auch schneller. Aber das Problem ist eben, das Zurückspulen dauert eine Weile. Da gegen Wendy. Komm. Ja, kann auch mal aufhören zu sterben. Ja, kann auch mal aufhören dadurch zu sterben. Wisst ihr was? Ich verwende wieder selbst. Meine Fresse. Ja. Es war wohl nicht so eine gute Idee, das so zu machen. So, Pause. Safe State. Ach, Mann.
Arschloch. Ach, komm! Mann, das geht nicht! Halt doch die Fresse. Ja. Komm, die killst. Junge, das geht nicht! Yes, 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 yes! Und jetzt killen, yes, killen! Ja, ich hab doch so... Ja, wenigstens geht der Scheiß jetzt noch. Knall! Ich sterbe. Ich sterbe. Mann, stirb doch mal! Dich! Yes. Nein! Nein! Schon so ein Stress direkt und das Video muss ich definitiv schneiden. Komm, kill sie jetzt. Kill sie jetzt. Yes! Yes! Endlich krieg ich das auch mal geschissen. Ja. Shift F1. Ja, das steht da. Stimmt aber nicht. Die Quick Saves, die funktionieren einfach nicht. Das geht nicht. Sieht ja aus wie Mario. Ja. The white block contains magic power that will enable you to defeat your enemies. I have enclosed a level that helps protect you. Also, ein weißer Block mit Magie. Weil sie wieder diese roten Blöcke. Ja, aber das ist jetzt definitiv diese Welt mit den Schuhgumbas. Ja, und den riesigen Gegnern. Ah, springe nicht gegen den Block. Ja, jetzt hätte ich auch zurückspulen können. Ist da wenigstens was Vernünftiges drin? Natürlich nicht. Ich spawne wenigstens. Ja. Ja. Wenn das die Zeit angehalten wird. So. Yes. Wenigstens mal was hingekriegt. Und ist da... Oh, irgendwas? Okay. Was das hier soll, weiß ich nicht. Kann man halt einfach durchschwimmen. Ich kann die Blöcke nicht zerstören. Die sind, glaube ich, zu groß. Die gehen auch nicht dadurch kaputt. Okay, warum geht es jetzt? Seltsam.
toll. Das hier ist das Ziel. Und noch ein Stern. Ich hätte ja wieder zurückspulen können. Musste ich aber nicht. Also gemusst hätte ich es nicht, aber man ist jetzt hier wieder in Safe State. Komm. Dieses geht das auch mal. Wieder Fische. Ja, das ist jetzt egal. Ach. Sicher lässt er sich treffen. Ja! Lass dich doch noch 1000 Mal treffen. Ich dachte schon, ich kann da jetzt rein, sollte ich aber nicht. Was? Immer noch die P-Switch-Musik. Ja, und jetzt, wo die Zeit vom P-Switch abgelaufen ist, wieder die Sternmusik. Nee, ich will jetzt einen Stern. Yes. Ja. Ich will das jetzt nicht nochmal machen. Ich wollte einfach die Animation nochmal zurückspulen. Ja, 5 ab. Auch wenn sie mir nicht viel nützen hier. So. Altschi. Ja. Ja. Und da kann ich nicht rein. Sicher. Oder doch kann ich. Gibt es hier 2 Wege? Kann ich wieder zurück? Nee, kann ich nicht. Also, dass ich das jetzt noch überlebt habe. Ja, komm, Mario. Ach komm, Mario. Ist doch nicht so dumm, nicht springen zu können. Yes. Oh, und ich habe das sogar geschafft. Ja, wie man sieht, auch wieder ohne Facecam. Ich nehme das jetzt wieder mit dem anderen Aufnahmeprogramm auf, aber dafür auch in HD. Denn bei dem Aufnahmeprogramm OBS Studio, ja, das braucht ganz schön viel Leistung. Da musste ich die Grafik etwas zurückschrauben. Yes! Wenigstens klappt mal was. Na gut, es hat ja noch geklappt. Es hat ja... Mario fällt doch nicht weiter runter. Ach, jetzt. Ach so. Okay, kann ich ja ganz einfach kriegen. Ein kleines Slap dran um einen One-Up. Nee, das akzeptiere ich nicht. Ach, Mario, stell dich nicht so an. Ja, bitte, geht doch. Ja, die stoßen einen da runter. Oder sie versuchen es zumindest. Jetzt ein Stern. Aber hätte ja wieder zurückspulen können. Ich
Okay, ich würde sagen, für diesen Part mache ich hier noch das Schloss. Ja, das sieht auf den ersten Blick nur wie normale Kerzen aus, aber das Feuer von ihnen kann laufen. Yes. Ach so, und ich dachte, die Twomps, die sich zur Seite bewegen können, kommen aus Mario Adventure in Super Mario Bros. 3. Aber nein, sie gab es schon. So, und jetzt... Oh, ich kann sogar auf den Kerzen laufen. Ich habe mich doch geduckt. Das Glas zählt einfach nicht. Super programmiert. Wenn man etwas drückt, dann funktioniert es einfach mal nicht. Okay, so, das ist... So, dass der Pilz nach rechts läuft, wenn man das überhaupt laufen sagen kann. Er kriecht ja eher. Mario, was ist heute los mit dir? Spring doch einfach. Ja, bitte. Mal sehen, ob er jetzt wieder eine neue Fähigkeit hat. Ja, ich sage ja, der wird am Ende immer total asozial. Aber ich habe es geschafft. Ah, jetzt ist das Schloss hier weg. Ja, ich würde sagen, das war der 7. Part von Super Mario Bros. 3. Bis dann und ciao, euer Jono. Aber davor möchte ich euch darauf hinweisen, mich zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ja. Bis dann und ciao, euer Jono!